die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Geh jetzt auf www.instantgaming.com. Sehr wichtig. Können wir eigentlich, jetzt wo mir es gerade einfällt, können wir ihn scannen? Da liegt nämlich so ein rotes Ding. Ich glaube, man kann den. Ja, man kann ihn. Nein. 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 Und irgendwie so. Ich sehe es auf jeden Fall, dass man es kann. Nein. Nein, fast. Nein. Es geht nur ganz kurz. In dem Bruchteil eines Moments kann man das machen. Schade. Ah, können wir vielleicht auf diese Kisten? Ich bin ja immer so gern experimentierfreudig mit sowas. Dass ich auch Sachen scanne, die man eigentlich nicht scannen soll. Aber vielleicht... Ah, von hier kommen wir dran. Voll der Cheat eigentlich. Die lese ich auch alle vor. Und zwar... Berichte Luminoth-Inschriften. Halter der Schlüssel, zweites Kader. Und dann steht da JFMES oder JFames Vermächtnis. Das werden wir natürlich mal lesen. Das ist cool. Letzter Eintrag, Schlüsselhalter JFME. JFME. Ihre Armee wächst ins Uferlose. Wilde Bestien, abtrünnige Maschinen und unsere gefallenen Krieger. Sie alle gliedern sich in die Reihen der Horde ein, dürstend den Luminoth den Tod zu bringen. Die Ing sandten diese neuen Zugänge zu industriellen Städte in die Schlacht gegen mich, während sie das Geschehen aus sicherer Distanz betrachteten. Welch niederträchtiger Abschaum. Mein einziges Bedauern ob meines Todes ist die Tatsache, dass ich den Tag ihrer Niederlage nicht erblicken werde. Möge er bald heranbrechen. Sehr nice. Aber cool, dass... Ich glaube, so habe ich das damals auch gelöst, ne? Kriege ich das lilane Ding da gescannt? Nee. Okay. Aber so kommt man noch eine schöne Scan-Sache ran. Also die GF-Soldaten werde ich lesen, die Luminoth-Leichen werde ich lesen. Also wenn sie rot sind. So wie er hier. Gehört zum zweiten Team und heißt PFC M. Veroni. Marinekorb und lesen. Ich schätze, Haley macht es nicht mehr lange. Ständig führt er Selbstgespräche, außerdem schläft er kaum noch. Neulich Nacht hätte er mich fast angeschossen, als ich Wache hatte, weil er dachte, ich wäre eins von diesen Viechern. Daraufhin habe ich inoffiziell mit dem Arzt gesprochen und er meinte, wir wären auf jeden einzelnen Mann angewiesen. Das stimmt zwar, aber wenn Haley ausrastet und ein paar von uns dran glauben müssen, hilft uns das herzlich wenig. Ja, also die Leute wurden verrückt, oder zumindest einige. Dann gehen wir mal hier gucken. Hallöchen. So, hier liegt noch einer normalerweise. Oder? Ne? Nö, okay. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Hier ist wieder dieses komische Ding. Und da hinten dran sieht man ein unbekanntes Dimensionsportal. Ach, hier kommt die Szene, okay. Und da kommt der Container von eben. Yes. Die Tempelanlagen. Und jetzt kommt die Musik. Die ich eigentlich sehr feier. Da sind sie ja schon. Die Splinter. Ich glaube, wenn man nach oben geht, oder?
Oder wenn man hier weitergeht. Ich weiß es nicht. So. Da ist was. Ja, ja. Okay, es kommt auf jeden Fall irgendwann. So, und da oben müsste auch schon der erste Missile-Container sein, genau. Den kommen wir erst später ran. Und hier gibt es schon die erste neue Tür. Und zwar eine gepanzerte rote Tür. Ich weiß nicht, ob das hier schon steht. Eine Türpanzerung. Meisten Waffen gegenüber unempfindlich. Empfiehlt sich der Einsatz von Missiles. Okay, es ist eine Missile-Tür. Waren vorher auch da. Nur die waren, wie waren die nochmal gekennzeichnet? Die hatten so einen blauen, schwarzen Schutz, so, ne? Irgendwie sowas. So, können wir noch irgendwas scannen? Oh, oh. Wo sind denn das andere Vieh? So, alle down. Da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, hier liegt noch irgendwo ein toter Typ rum. Oder? Oh Gott, hier ist es ja richtig dunkel. Okay, da geht's nicht weiter. Schade. Ich dachte, hier liegt noch ein toter Typ rum. Hier drin liegt auch nichts, ne? Okay, dann aktivieren wir mal dieses Ding hier. Und dong. Es steckt fest. Weil der Kran kaputt ist. So. Das erstmal scannen. Das haben wir gescannt. Noch irgendwas können wir nicht scannen. Und boom. Jetzt können wir das nochmal scannen. Also den Container musste man dreimal scannen. Ist schon, ja. Aber hier kommt tatsächlich nicht die Szene. Ich dachte, die käme hier. Hier ist mein Missile. Ich komme nicht dran. Und ich glaube, das dauert auch ewig, bis wir wieder hier hinkommen. Ach nee, das war hier. Ja, genau das. Ich hasse diese Tore. Und hier hört man auch. Hier ist noch was. Und zwar hinter dieser Wand, die natürlich aus Dentium. Früher war es Bendezium oder Bendentium oder Bendezium, keine Ahnung, wie es genau hieß. Aber es ist dasselbe und das heißt, wir brauchen dafür natürlich die Powerbömmchen. So, das hasse ich. Ich hasse dieses Ding. Die Tore schließen sich, die öffnen sich. Obwohl, das ist noch gar nicht hier. Doch, ist es wohl, weil... Ja, man braucht... Ich glaube, man kriegt den Space Jump sehr spät. Wo war denn dieses... Okay, hier war es nicht. Können wir das scannen? Nein. Die haben wir schon gescannt. Hier? Ich bin eigentlich relativ sicher, dass es jetzt irgendwann kommen müsste. So, hier können wir nochmal scannen. Da müsste ein Missile-Container drin sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit den Folgen machen werde. Weil ich habe eigentlich in Metroid 1... Habe ich einfach so gemacht, einmal aufgenommen, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, und die dann zusammengeschnitten mit und dann die kleine Werbung am Ende geschaltet. Am Anfang habe ich das gemacht, in den ersten 7 Folgen. Ich glaube danach nicht mehr. Danach habe ich die Werbung am Anfang gesetzt und danach einfach die Folge dran getan. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier machen werde. Ob ich jetzt auch wieder die ganze Zeit aufnehme und dann das zusammenschneide? Das ist das Einfachste halt. Also es ist halt unkompliziert.
Ich habe hier irgendwas aktiviert, was ich noch gar nicht aktivieren wollte, aber okay. Ach, das Ding, ja, ja. Okay. Übertragung aufgrund atmosphärischer Störungen gescheitert. Okay. Da lag noch ein Typ. Und das Ding wollte ich eigentlich noch gar nicht scannen, aber... Okay. So. Marienkorps, ja. Und wieder lesen. Und zwar PFC L. Broder. Broder. Wir werden uns bis auf weiteres hier niederlassen müssen. Dem Ingenieur nahe besteht keine Aussicht darauf, dass wir den Schiffsantrieb wieder zum Laufen bekommen. Er berichtet auch, dass atmosphärische Interferenzen unser Notsignal beeinträchtigen. Falls das hier jemand liest, dann sei ihm gesagt, dass wir unsere Pflicht taten und uns tapfer schlugen. Ich werde es ausrichten. Wenn wir hier wegkommen, natürlich. Wenn nicht, dann, ja, dann bin ich auch tot halt. So. Bums. Und hier kommt wieder dieses komische... Ich wollte das früher immer abschießen, weil... Keine Ahnung. Erstmal die kleinen Viecher. Und jetzt die Kamera. Hi. Das Brummergeschütz. Braucht auch nicht viel, ist direkt mit einem Hit down. Ach, das war das Tor, genau. Das war dieses nervige... Dieses absolut nervige Tor. Ich erinnere mich daran. Ah, und hier sieht man es wieder. Scan des Objekts nicht möglich. Das ist das, was ich auf der Brücke gezeigt habe. Das heißt, man hätte das auch nochmal hier bekommen können, wenn man das hier von hier scannt. Aber ist natürlich klar, dass wir mit Morphball erstmal hier durch müssen. Und das von vorne scannen. Ja, das Tor funktioniert nicht so gut. So. Nächste gehört auch zum zweiten Team. Wirklich lächerlich. Ich kann besser schießen als die Hälfte der Leute hier. Und dann hänge ich hier vor Monitor rum. Ich habe mich doch nicht gemeldet, nur um auf einen Holoschirm zu glotzen. Mit einer Samus Aran würde man bestimmt nicht so umspringen. Sie würde sich da draußen um die Sache kümmern und keine Knöpfchen drücken und Berichte senden. Von SPCM Anseth. Okay. Also er wollte nicht... So, wenn ich mich jetzt recht erinnere, geht diese blöde Tür auch jetzt zu. Ja. Genau. Das ist zum Kotzen, dass das zugeht. Das ist dieses nervige, blöde Tor, was uns Ewigkeiten nicht voranschreiten lässt, bis man die Powerbomben hat und die Distanz zerstören kann. So, und hier haben wir... Die GF9. Was steht da? TYR? Ah ja, da steht da. Türk, Patrouillenschiff der Anhur-Klasse. Dann haben wir da noch so ein blaues Ding, was wir ausscannen können. Und noch ein paar rote Typen. Ich weiß nicht, ob hier oben noch was ist. Nein, okay. Aber wir kriegen hier eine Katze, glaube ich. Jetzt wird's interessant. Das finde ich sehr cool, was jetzt hier ist. Also, als
17. Zeitzyklus 07, blabliblub. Letzter Bericht von Commander Offizier Hexter. Bis sie kamen. Oh ja. Und jetzt, das finde ich so cool gemacht. Du kriegst einfach eine Cutscene hier. So nice. Finde ich so nice, diese Cutscene. Und dann der Captain, der sich, der eigentlich schon tot ist, ja, und die Maske ist auch beschädigt, und er sendet dann einfach das Notsignal, weißt du, das ist mega cool. Ja, also in der Cutscene hat man gesehen, wie das erste Team hier bleibt und das zweite Team nach da hinten läuft und erkundet. Wir haben auch schon fast alle gefunden, ich glaube, es fehlt nur noch einer von Team 2. Und ja, dann gibt es noch halt Team 1, was halt das Schiff reparieren sollte, Basis errichten. Und hier drin haben wir auch was Cooles. Militärcontainer. Den gibt es nur ein einziges Mal im Spiel. Und er beinhaltet einen Raketenwerfer. Den wir natürlich direkt einsetzen. Was nicht so cool ist, ist, dass du keine Cutscene mehr für den Raketenwerfer hast, so wie im ersten Teil. Das fehlt mir so ein bisschen. Hä? Oh, hier, jetzt können wir es scannen. Da. Dunkler Splitter. Und dann können wir links sehen. Individuen. Dunkler Äther. Finsterlinge. Und dann am Boden und dann dunkler Splitter. Die halten auch mehr aus, wie man sieht. Zwei fette Schüsse halten die aus. Hey, hier, gönnt euch mal eine Rakete. Aber cool, die Rakete ist gar nicht so stark. Wo ist denn der andere? Wo ist denn der? Ah, da. Hey. Die halten echt schon viel aus. Das ist echt heftig. Ich will jetzt erstmal die Leute scannen. Und zwar ihn hier. Erstmal. Und zwar Captain A. Extra. So langsam schwant mir, dass es keine gute Idee war, gerade hier zu landen. Reeves liegt richtig damit, dass dieses Nest nur eines von vielen ist. Schön blöd, in einem Hornisten-Nest herumzustochern. Erst recht, wenn man direkt darunter schläft. Also, der Captain hat schon Ahnung gehabt. Also, der wusste schon, dass es nicht so gut ist, hier zu landen. Vom ersten Team gibt es mehr Leute. Also, ein paar
paar mehr, ich glaube 2-3 Stück oder so. Mann, ich hoffe, das ist die einzige Brutkammer dieser Biester. Wenn es davon noch mehr gibt, stecken wir in echten Schwierigkeiten. Wir hatten auch so genug Probleme, als wir die Kammer ausgehoben haben. Kammer? Welche Kammer? Um ein Haar wäre mir die Munition ausgegangen. Sowas ist mir noch nie passiert. Ach, die unteren, die unten die Kammer, ja, ja. Okay. So, da oben können wir auch schon eine Tür scannen. Die werde ich aber nur scannen einmal und mehr nicht. Weil ihr seht schon, die ist gelb. Aber dazu sage ich noch nicht. So, nächster. Gestern beim Abendessen fing Angseth, den Typen, den haben wir schon gefunden, plötzlich an, von einer Kopfgeldjägerin zu erzählen, die einen ganzen Planeten voller Weltraumpiraten in Schutt und Asche gelegt haben soll. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht an solche Märchengeschichten glaube, was sie natürlich persönlich nahm. Tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine einzige Person einen kompletten Stützpunkt der Weltraumpiraten auseinandernimmt. Soll sie von mir aus an Samus glauben, wenn sie so scharf drauf ist? Oder an den Weihnachtsmann, oder an Bigfoot, oder sonst wen? Okay, der kannte Samus anscheinend nicht. Der Typ, der da oben liegt. So, haben wir den nächsten. PFC G. Haley. Ich höre sie, ihre Stimmen. Sie sind überall. Sie kommen. Kann nicht schlafen. Keine Nacht. Sie werden mich fressen. Fressen. Das war der Typ, der ein bisschen Spacko war. Sorry. Aber der war halt, der hatte halt irgendein Trauma oder so. Ein neuer Eintrag wurde blabli blub. 2. Browder hat seine Wette verloren. Deswegen übernehme ich jetzt seine Wache hier. Ein netter Bereich, recht sicher und ziemlich unspektakulär. Passt mir prima in den Kram. Sollen die anderen Säcke sich ruhig die Finger verbrennen? Ich jeden. Moment mal. Hey, nein, halt, nein. Ende der Aufzeichnung. Der Milligan, der hat, war also ein Angsthase. Ja. Und damit haben wir das erste Team auch komplett. Und zwar F Triplette. Oder Triplett. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der Unteroffizier meint, diese Splinter erinnern ihn an einen Killerkäfer, den er mal auf einem anderen Planeten gesehen hat. Tja, ich weiß nur, dass diese Biester ziemlich flink sind und einiges vertragen. Wenn es so weitergeht, brauchen wir bald die Bajonette. Oder Bajonett. Stimmt, das heißt Bajonett. Das ist dieses Messer da, was man an der Waffe tut oder so. Wir haben kaum noch Munition, selbst Brood nicht. Und ich kenne keinen knauserigen Mustersoldaten. Ah, okay. Weil der viel Munition braucht und sehr sparsam damit umgeht. Okay. Hier ist wieder so ein komisches Tor. Da oben ist wieder irgendwas anderes. Ich glaube, wir können... Genau das Ding können wir nicht scannen. Finde ich ein bisschen seltsam. Wir gehen auch noch ins Schiff jetzt. Aber ich hole mir erstmal ein bisschen Heal. Oh. War ein Missile. Den hätten wir eigentlich scannen sollen. Oh, warte mal. Was ist denn da? Das sind einfach nur Tote. Okay. Kriegen wir ein Missile? Kein Missile. Okay. Dann halt nicht. Können wir noch irgendwas hier scannen? Hier hinten beim Schiff. Ich weiß, dass ich einmal hier runtergefallen bin. Weil... Ich weiß nicht mehr warum, aber ich bin irgendwie mal da runtergefallen. So, und jetzt wird's lustig. Jetzt können wir die ganzen Sitze hier scannen. Für die Leute. Also, jeder hatte seinen eigenen Sitzplatz. Er saß hier. Der Truppenführer von der ersten Staffel, okay. Und das war der Truppenführer für die zweite Staffel. Ja. Ne, Sanitätsoffizier, okay. Stimmt, der Truppenführer der ersten Staffel ist ja der Captain. Das heißt, der müsste für die zweiten sein. Ja. Truppenführer für die zweite Stelle wahrscheinlich. So, und hier gibt's den Captain-Sessel und den Piloten natürlich.
Wie heißt der? CDRK Starling. Okay. Hinten ist noch ein Türchen. Können wir auch mal scannen. Die Tür wird geöffnet. Nochmal. Hier kriegen wir einfach mal ein Kartenterminal. Easy. Blups. Blups, blups. Das zweite Kartenterminal für diesen Bereich. So, dann zeig mal. Ja, das sieht schon mehr danach. Ah, es war ein Drittel, was wir mit dem letzten Kartenterminal freigeschaltet haben. Okay. Ach, da müssen wir auch später hin hier. Also, sehr zeitnah, sage ich mal, müssen wir, glaube ich, hier hin. Oder? War das hier? Nee, es war hier. Nee. Nee, nee, doch, das stimmt. Irgendwann müssen wir auf jeden Fall dahin. Hier gibt es ein Missile, genauso wie da in der roten müsste es einen Energietank geben. Hier ist ein Transporter, hier ist ein riesengroßer Bereich. Hier ist auch ein riesengroßer Bereich. Wird aber später erst wichtig. Viel, viel, viel später. Ich glaube, das gehört sogar zum Ende. Aber sonst haben wir hier nichts mehr. Wir müssen jetzt von hier, vom Schiff aus hier rüber. Und dann kann man hier nochmal durchscannen irgendwas? Nö. Aber ich glaube, man kann... Nee. Ich weiß, dass da oben drauf, auf dem Schiff ist ein Energiecontainer zum einen. Und noch ein Typ, den man scannen kann. Ich weiß aber nicht mehr, wo der liegt. Der liegt auf jeden Fall da oben drauf. Und hier können wir jetzt das hier scannen. Und das hier, was ich meinte, dass wir eben nicht scannen konnten. Dum, 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 dum. So, das haben wir gescannt. Und... Ja, man sieht es nicht. Also der ist da ganz hinten drauf, ist der. Da. Da ganz hinten drauf müsste der sein. Kann man aber leider nicht scannen. Dann aktivieren wir einfach mal die Kanone. Jump. Vielleicht kann man es von hier sehen. Nee. Da ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Energietank. Können wir eigentlich zurück? Moment. Durch die Tür. Ne, da oben kommen wir ja eh nicht hin. Ne, 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 ne. Dann müssen wir den gleich holen. Okay. Gut, weil wir sind ja hier oben. Aber wir könnten... zur gelben Tür kommen. Also ich weiß halt, dass man da drauf kann, aber ich weiß nicht, ob man es jetzt schon kann. Ich glaube nicht. Ja, cool, was für ein Minisprung man hat. Das reicht ja niemals. Nee, das... Kann man das schaffen? Ich habe es noch nie probiert. Nee, no wish, no chance. No chance, dass du jetzt da hochkommst. Wäre auch ein bisschen krass, wenn du direkt einen Energietank bekämst. Aber ich hab's probiert. Da können wir scannen. Missiles. Missile-Munition 5. Früher waren die nur 3. Jetzt gibt's, glaube ich, 15 und 20. Das müssen wir scannen. Der letzte vom zweiten Team. Da ist er. Oh, jetzt habe ich auf die Karte gegangen. Das wollte ich nicht. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Ich habe es aus dem Nest rausgeschafft. Aber als ich zum Schiff kam, waren alle tot. Ich werde mich auf den Weg zu der außerirdischen Unterkunft machen, die wir vorher gesehen haben. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Moment mal, da kommt der Tast runter. Hallo? Ja, was ist hier nun passiert? So.
Und hier kennen sie. Die kennen wir. Die nervigen Goliath-Wespen. Die kennen wir. Wo haben sie denn ihr Nest? Gibt es nicht. Okay. Hier ist auch nichts. Das Ding können wir scannen. Für die Kanone. Und diese komischen Behälter. Also das ist so wie... Ja, so wie Kisten. Kann man nützliche Sachen drin finden. Ne, warte. Manchmal muss man ja Sachen zweimal scannen. So. Ach ja, stimmt. Und das hier ist auch eine spezielle Türvorrichtung. Seht ihr diese kleinen komischen lila Dinger da? Das wird später noch interessant. So, da ist ein Goliath-Nest. Sehr schön. Habt das auch mal. So, bevor die da unten noch was anrichten können. Haben wir das auch schon direkt kaputt. Hier ist eine riesenrote Wand. Brauchen wir noch nicht. Okay, sonst ist hier nichts. Okay. Doch, da oben ist noch ein Nest. Dann haben wir das auch schon mal weg. Muss man das eigentlich kaputt schießen? Ah ja. So. Down? Wo sind die jetzt hergekommen? So, ich glaube, hier gibt es noch was zum Scannen, genau. Die Kanone. Die müsste hier sein. Und dann können wir damit, ich glaube, diese Wand da einreißen. Genau. Und hier kann man dann sehen. Nix, okay. Kann man nicht sehen. Schade. Ja gut, dann gehen wir einfach weiter. Ich dachte, da wäre noch was zum Scannen, aber wie gesagt, das ist ja schon 6 Jahre her oder so. Deswegen, ich weiß auch nicht mehr alles. Genau wie beim ersten Teil. Also hier steht, seit 8 Zyklen tot, Chemikalie. Die wirken sich dafür... Okay, weitere Analysen sind erforderlich. Was willst du? Geh weg. Komisches Viech. Da kann man es sehen. Ja. Yes. Dieses Spaltportal ist deaktiviert. Ich wollte das nur scannen, weil ich wusste, dass man es scannen kann. Ohne runterzufallen die ganze Zeit. Und das kennen wir auch. Transporter. Let's go. Blauer Punkt bedeutet immer nach oben. Grüner Punkt bedeutet immer nach unten. Ich guck mal auf die Aufnahme. Oh, wir sind eigentlich bei einer Stunde. Das ist eigentlich perfekt, um zu beenden. Dann kann ich nämlich kurz was trinken und mal gucken. Okay, gut. Dann verabschiede ich mich für diese Folge und wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.